Hallo meine Lieben, jetzt geht's mal ganz schnell um diesen Osterhase. Ich möchte mich bei Jutta in der Gruppe Testecke diesen Nachmalwetti mitmachen. Hab auch nicht mehr viel Zeit und hoffe, dass es noch rechtzeitig ist. Ich nehme mir als erstes meinen Tipp, grundiere ihn mir mit einer Farbe und ich nehme ein schönes helles Rosa, das hat ein bisschen Effekt. Wie ihr sehen könnt, ist das ein schönes, schwer auszudrücken, schwer zu sagen. Jedenfalls hat es schönen Glimmer-Effekt. Das Ganze kommt jetzt schnell in die Lampe zum Aushärten. Schon geht's weiter. Ich trage mir hier eine zweite Schicht auf. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich war nämlich bis jetzt beschäftigt. Weiter geht's auch schon. Als nächstes trage ich mir mit Weiß und dem Dotting Tool die Rundung für den Hasenkopf auf. Fertig ist es und schon aushärten. Weiter geht es auch schon mit die Hasenohren. Da nehme ich aber meinen dünnen Pinsel. Ausfüllen, wieder mit dem Dotting Tool. So, das Ganze kommt jetzt schön in die Lampe zum Aushärten. Hier nehme ich mir jetzt die Schwitzschicht ab. Mattiere mir das an und werde als nächstes die Ohren zeichnen. Nachmalen. Gleichzeitig kommt auch noch das Stupsnäschen. Und das Ganze kommt wieder in die Lampe. Mit Schwarz kommen jetzt die Augen. Und natürlich die Barthärchen.
Von mir kriegt er noch ein kleines Lächeln. Ja, das Ganze wird jetzt wieder ausgehärtet und dann kommen noch die Blümchen. Nun, die Blümchen sind ganz schnell und ganz einfach gemacht. Dazu nehmen wir einfach Stotting Tool, zwei Farben. Ich habe hier weiß und das schöne Melon und werde mir jetzt 5-blättrige Blümchen aufstellen. Jetzt noch den weißen Punkt rein. Und fertig zum Aushärten. Jetzt wird das Ganze noch versiegelt. Ja? Ich bin noch mal unten. Okay. Und jetzt kommt es in die Lampe. Das lasse ich jetzt für 120 Sekunden aushärten. Und dann zeige ich euch auch schon das Endergebnis. Das, meine Lieben, ist das Endergebnis. Und ich zeige euch das Gewünschte nochmal. Ja, das war gewünscht und das mein Endergebnis. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder zu dem schnellen Malvorschlag. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.